Es ist im Endeffekt auf der einen Seite ein Gefühl von Freiheit, also weil in unserer technisierten, total überwachten Welt ist man doch mal froh, wenn man keinen Laptop und kein Handy und keinen Computer neben sich liegen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Gefühl von Herausforderung. Einmal das Rad der Zeit zurückdrehen und nochmal wie die alten Römer wohnen. Ein einfaches Leben führen und den Alltag hinter sich lassen. Für rund 40 Studenten der Geschichte kein Traum, sondern Realität. Für eine Woche empfinden die Regensburger am Staffelsee eine Zeit von vor 2000 Jahren nach. Also ich sehe hier einen Zuwachs in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter, wenn ich diese Herausforderungen, die mir der Tag stellt, meistert und das unter römischen Bedingungen. Und das ist eigentlich der Reiz der Sache. Wie früher über das Wasser gleiten, möglich mit einem nachgebauten Flussschiff des Lehrstuhls. Ein Ausflug in die Vergangenheit oder die Verwirklichung eines langen Traumes. Die meisten hier sind natürlich entweder Archäologie- oder Geschichtsstudenten, die interessiert es von Kind auf, Römer, römisches Imperium. Die Begeisterung ist eigentlich von dem Schiff her, wie toll es eigentlich zu steuern ist, mit diesen kleinen Steuerrudern. Wahnsinn, wie man da hier auch eine Panzerwende machen könnte, dass man sich auf der Stelle dreht und dann, wenn der Befehl kommt, halt Wasser auf Backbord und dann dreht sich das Schiff, da kann man richtig schön reintriften. Hier ist auch nicht eigentlich so einfach, hier an den Anleger zu kommen, aber wenn man das Schiff dann natürlich schon ein paar Jahre kennt, dann weiß man auch, wie es sich bewegt. Ein Schritt zurückgehen in eine andere Welt, in der man vielleicht einfach mal Kind sein kann und neben neuen Erkenntnissen einfach mal nur Spaß hat.